live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie ist eine spanische Name und der Heißstadt, die nicht Nein sagen kann. Nein, Frau Ferris, das kommt nicht wieder vor. Ja, Frau Ferris. Dennis? Wohnzimmer! Unsere Nachbarin Veronika Ferris beschwert sich, weil wir uns gestern zu laut auf unseren Urlaub gefreut haben. Die Ferris hasst glückliche Menschen. Hast du schon gepackt? Klar, alles dabei, was wir brauchen. Den Solarzeppelin aus dem Y-Heft, falls das Flugzeug abstürzt. Wie soll der denn helfen? Einfach über den Kopf ziehen und dann schnell wegsterben. Aha, und vergiss nicht meine laktosefreie Sonnenmilch. Hab ich. Oh, unser Vermieter kommt. Ach Jungs. Tag, Herr Braunschweig. Was habt ihr denn mit dem Emily-Erdbeerkoffer vor? Der gehört Manuel. Wir fahren in Urlaub. Wie schön. Das erinnert mich an meine Ferien mit Yoda auf Dagobah. Yoda, alte Säge, wir lassen uns das gut gehen, wa? Tief durchziehen, du musst. Hola, Jungs. Hi, Sie. Seid ihr bereit für unsere große Trip? Du kommst auch mit? Claro. Wir können leider nur so wenig Gepäck mitnehmen. Ich hatte nur noch Platz für eine ganz kleine Mini-Bikini. Oh, ich hatte noch Platz. Soll ich für dich was Größeres einpacken? OMG. Das muss unser Metal-Nachbar Jörg sein. Der soll so lange Blumen gießen. Hi, Jörg. Ich wollte nur fragen, mit welcher Art Ziergewächse ich es hier zu tun habe. Für Chrysanthemen und andere Korbblütler würde ich enthärtetes Wasser verwenden. Wir haben einen Gummibaum. Aha, Maulbeergewächs, immer grün und leicht zu ziehen. Absolut true. So, haben wir alles? Hier sind die Tickets, alles klar. Auf geht's. Dennis, deinetwegen dürfen wir lebenslänglich keinen Flughafen mehr betreten. Ich hab doch bloß Sie, mein Lieblingsvideospiel, erklärt. Du musst einfach alles wegsprengen mit möglichst vielen Bomben. So funktioniert Bomberman. Noob und Nerd auf 1live.de.